Musik. 50 Sekunden haben wir noch. Das ist mehr als genug Zeit. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Hi. Wir machen. Hör auf zu schreiben. Kann ich den Chat wegschieben? Ne, kann ich nicht. Jerome, konzentriere dich, du musst bauen. Disciple, Lord of Death, geile Kombi. Den nehmen wir mit. Wir könnten Bazooka-Start machen. Müsste aber noch Ranger mitnehmen. Dürften den Millennium nicht mitnehmen. Haben wir eine Einheit zu viel. So. Ja, dann haben wir aber keine Arcane Armor. Gegen. Egal, bis 14 müssen wir uns was anderes überlegen. Gehen wir an Pyro. Können wir schon weit vorne platzieren? Ja. So, Wave einfach nach da rechts schieben. Aufnahme läuft, sehr schön. Ah, alles ein bisschen hektisch gerade gewesen. Kein 20er Cent für mich, trotzdem zwei Worker. Er kriegt einen 20er Cent Snail, das ist ziemlich lecker. Wie sieht's eigentlich? Good job. Und die Snail auf ihn. Ich schicke auf blau. Und wenn ich jetzt zu Worker gehe und weil er liegt, schaffe ich sogar noch ein. Should I go D-Turtle on 2? Or AD on 3? Ist halt die Frage. Vielleicht geht er in eine Hydra. Wenn er die Hydra geht, kriegt er jetzt nochmal Gold. Schafft er dadurch vielleicht einen Polywog mehr? Ja. Ich schaffe die Dragon Turtle halt eh nicht voll im Income. Und wenn er eine Hydra geht, schaffe ich ihn auf 3 eher geliebt. Dragon Turtle now. Nee, Dragon Turtle. Wie sieht es mit den Ratings aus? Habe ich gar nicht mitbekommen. Minus 19. Aha! Nee, dann gehe ich jetzt lieber noch einen Worker an fünften. Oder? Ja doch, einen fünften Worker gehe ich noch. Kein Cent. Harpier. Ah, oh, der hätte geleakt. Egal, dann schicke ich ihm die Brood. Und dann lebt er auch so. Auf 3. So, er hat mir jetzt einen Snail resendet und hat nur einen Gargoyle gesetzt. Ich glaube, der liegt wieder, ne? Oder ist er aber schon zu krass auf 2? Nee, das. Good job. Und. Alter, er vernichtet ihn halt. Bruce Lee, jetzt habe ich direkt schon mal einen Titel für die Folge hier. Kann ich schaffe den sechsten Worker, lecker. Jetzt auf 3 kann er mir Slayer Fest. Ja, ein Slayer Fest. Was auch immer er damit meint, definitiv. Ich schaffe noch eine Snail. Und die gehe ich auch. 80er Cent ist lecker. Er gibt 7 Worker auf 3 und geht Buzzes. Das ist. Hat er gesendet? Nee, er saved. Aber ich habe ihn ja sowieso. Also insofern lohnt sich die Worker definitiv. Er hat noch mehr Harpyien gesetzt. Das heißt, er kriegt jetzt richtig auf die Schnauze. Der Gral wird hier richtig wenig machen und die Harpyien kriegen hier vielleicht so 6 Froggos raus. Und jetzt gibt's aufs Fressbrett, Junge. Er hat immer noch nicht gesendet, aber ich brauche das Gold jetzt, um die 4 zu halten. Deswegen gehen wir hier gleich einen Infiltrator. Good job. Vernichtung wurde eingeleitet. Oh, er liegt die Dragon Turtle. Ja, das ist gut. Das ist fein. Schaffe ich Double Infiltrator? Würde ich tatsächlich gerne setzen. Ist halt die Frage, ob das was wird. Ich schaffe auf jeden Fall einen Dragon Turtle Resend. Ja, Dragon Turtle Resend. Dann schaffe ich sogar Double Infiltrator. Hammergeil. So. Oder wir gehen Infiltrator und zwei Ranger, aber nee, Infiltrator. Nee. Nee, das machen wir nicht. Wir könnten die so splitten. Aber dafür haben wir den Pyro verkackt. Scheiße. Dann setze ich die beiden so. Und gebe denen jeweils einen. Nee.
einen Schuriken. Damit die, wenn da jetzt was kommt, schon ein bisschen Burst damit rauspacken. Genau, die ist schnell direkt weggeklatscht. Und jetzt tanken sie für den Pyro. Wunderbar. Da können wir jetzt wieder Worker geben, weil auf der nächsten Wave haben wir nur noch Magic Damage, das wäre insane. So, Double Brute und das lieb ich. Aber ich krieg die Chickens, oder? Double Brute ist so unfair. Ja, 49%, aber er hat mich hier. Liegt er ihn wieder? Nee, der Green Devil ist zu stark. So, lass mal auf 7 gehen. Oder? 7? Nee, 7 ist ja zu stark, ne? 6. 6 ist besser. Wobei Green Devil eigentlich generell sehr stark sind. Ja, gehen wir 6 und Drachen. Oh, er kriegt die nicht. Die Brutes machen zu viel Schaden, ne? Ja. Oh, ist das traurig. 23 und 16 HP. Ah, es wird ja nicht mehr King Damage. Die verschwinden halt vorher einfach. So, auf der Wave wollen wir, dass der Pyro tankt, deswegen geben wir dem hier volle Stacks. Ihm hier volle Stacks. Und gehen kein Worker, weil wir gleich eine Orchidee gehen wollen. Das Ding ist, die sind jetzt zwar vorne platziert, ziehen also Aggro, aber der Pyro läuft hier in der Mitte durch und übernimmt dann die Aggro. Also, werden wir gleich sehen. Schauen wir uns gleich mal an. Oh, das ist ein Standbild, vielen Dank. Oder, nee, die Maus ist leer. So, genau. Jetzt tankt der Pyro und die Infiltrator können hier schön reinschlitzen. Ich wechsle mal kurz den Akku von meiner Maus. Ja, ich spiele mit Wireless. Finde ich deutlich angenehmer, wenn ich ehrlich bin, mit Wireless zu spielen. Und schaffe ich den Dragon? Wenn ich den Dragon nicht schaffe, muss ich in Cannoneer gehen. Ah, belastend. Jetzt gehen wir hier eine Orchidee. Wollen, dass sie tankt. Geben ihr deshalb nur einen Schuriken mit. Und ihm auch nur einen. Dann gehen wir mit zwei mit. Weil dann tankt der Pyro nicht. Der Pyro hat genug Damage. Schaffen wir noch eine Dragon Turtle? Oder gehe ich einen Lizard? Ne, Dragon Turtle. Dragon Turtle, ja. Wird nicht rausgefokust. Müsste ich noch schaffen. 2. 1, Dankeschön. 140er Cent. Er ist Masken gegangen, das ist interessant. Jetzt sind sie beide schlecht auf 9. Und er hier liegt das. Der liegt das definitiv, ja. Der hat keinen Schaden für die Wave. 2 Worker können wir geben. Was gehen wir gegen die nächste Wave? Ranger. Ranger machen mit am meisten Damage. Ich habe sonst nur Magic Damage. Oh, er liegt gar nicht. Harp hier gleich raus. So gegen May. Mit einem Drachen hätte er dicht gelegt. Nee, hält er leider. Schade. 100. So, hier müssen wir jetzt bursten. Ziemlich viel Damage raushauen. Und ich gehe in einen Ranger aus dem einfachen Grund, weil ich gegen 10 sonst ziemlich aufgeschmissen bin. Jetzt bin ich natürlich ziemlich undervalue. Ah, das ist belastend. Ja, King. King Upgrades. Für das Income. 80er Cent, das müssten wir haben. Pyro tankt das hier? Ja. Und die Orchidee, warum steht die so weit vorne? Können wir nochmal 2 Worker gehen. Egal, ob wir das halten oder nicht. Wird die Blut rausgefokust? Ja, Orchidee ist so tanky, ne? Schaut euch das an. Ich lieg das, aber das ist fein. Ich habe den Cent rausbekommen und er... Ach, er hat auch einen 200er Cent bekommen, ne? Oh, oh, oh. Ne, er hält. Good job, carry me. Oh, Mann. Ich dachte kurz, die Lifebar von dem Sandbatcher wäre ein Ogre gewesen, dann hätte er natürlich geleakt. Aber 160 ist kein Ogre. Lass mal auf 9 schicken, da sind die ziemlich stupid. Da gehe ich einen schönen Safety Mode höher mit.
Da brauche ich aber noch zwei Worker für, ne? Den einen Infiltrator lassen wir tanken. Dann möchte ich, dass der Pyro tankt und die Orchidee soll sich durchschnitzeln. Das heißt, wir gehen auf ihr hier volle Stacks. Ihm können wir eigentlich auch volle Stacks geben. Der Pyro kann tanken. So, und dann geben wir nochmal zwei Walker. Ja, wir sind gerade gar keine Wave gegangen. Das ist richtig. Und für die nächste Wave schaffen wir dann, wenn wir geschickt haben, eine Violet. Wenn ich mich nicht verrechne habe. Verrechne da, 30 plus 20 sind 50. 180, ja, genau. Und 90, ja, Violet. Kein Resend. Safety Mole Hermit. Und weil er ja auch relativ schlecht auf der Wave ist, fängt seine. Und er macht auch keinen Schaden auf der Wave, er hat nur Impact Damage. Magic Damage. Wir halten die Wave. Ja, doch haben wir. Orchidee. Carry me. Ich könnte jetzt hier keine Walker gehen, natürlich. Wäre natürlich optimal, wenn ich das hier leake, aber ich leake das leider nicht. Und ich muss die Fiend schicken, weil sonst schaffe ich die Violet nicht. Das belastend. So. Gehen wir hier hinterm Pyro. So. Da ist die Violet. Und wir schicken jetzt noch massig Snails, so viele wie wir halt schaffen, weil die Snails effektiv gegen die Maidens sind. Die Maidens greifen immer unterschiedliche Ziele an, also diese drei Schüsse, die sie machen, gehen immer auf ein unterschiedliches Ziel, deswegen ist der Hermit auch so stark gegen sie. Aber die Safety Mole wird besser, umso mehr Einheiten eine Wave hat. Und wenn du da Snails mitschickst, dann ist das ziemlich unfair. Genau, für die nächste Wave gehen wir zwei Daphne. Die carryen uns dann dadurch. Safety Mole hier, ihr seht halt, wie die Harpien einfach gar keinen Schaden machen, genauso wenig wie die Masken. Da bringt es auch nichts, dass die Masken sich heilen können. Back, good, they didn't send, didn't build, lol. Oh mein Gott. Okay. Ja, okay, das kannst du außerhalb vom Rank machen, dankeschön. Das ist GG. Ja, die Mimik kommt durch, die Mimik macht hier schon, allein schon gut genug Schaden, um den King zu finishen. Und auf 10 gehen wir, falls sie, das überleben die nicht, das ist ein Safety Mode dabei, Tom, was ist los mit dir? Ja, King ist auch nicht gelevelt, das ist, ja, komm, vorbei. Oh, Gott sei Dank, noch eine Aufnahme geschafft, die. Ich hab den Computer halt immer wieder neu starten müssen, weil Steam stuck war in diesem Authentifizierungsprozess. Steht immer Verification Installation. Und ja, ne? Gutes Game. Er ist halt die 300 Gold gerade nochmal in Worker gegangen. Für den MVP-Score. Left Bait. So. Ja, Waves, ne? Gute Leaks waren dabei. Ganz Zeit im Vorteil. Oh, die haben hier nochmal. Hier haben wir ein bisschen geschlafen. Eigentlich müsste so eine Linie so gehen. Hier haben wir sie komplett outplayed. Wave 3, da war es halt, wo er geleakt hat. Team Gold Advantage, Player Power Score. Ring! Bruce Lee carried me. Ja. Hat mich gefreut und dann sage ich bis zum nächsten Mal.